Als wir angekommen sind in Mogadischu, mussten wir damit rechnen, dass wir, sagte Wegener zumindest, wir haben beide an einem Fenster gesessen in der Maschine und haben unsere Waffen aus dem Fenster gehalten. Warum, weiß ich bis heute nicht, aber haben wir gemacht. Dass wir angegriffen werden, dass selbst Flugzeuge hochgehen und uns möglicherweise attackieren. Das war nicht der Fall. Warum, haben wir auch später erfahren. Die hatten nämlich keine Flugzeuge mehr. Das war das Problem. Aber die hatten eins. 4 Wochen vorher, bevor wir da unten waren, 4 Wochen vor dem 18. oder 8 Wochen vorher, ist die DDR mit ihren Beratern und Entwicklungshelfern aus dem Land gegangen. Und die Sowjetunion auch. Und das haben wir gesehen. Es standen überall sowjetische und DDR-Maschinen und Waffen, was weiß ich, alles, was man so brauchte, um Krieg zu führen, stand dort rum. Das heißt, die waren natürlich noch ganz, ganz stark von den letzten Jahren sowjetisch geprägt. Und daher wussten wir nicht, wie wir jetzt miteinander einkommen. Aber es war nicht von ungefähr, dass die aus dem Land gingen, sondern Siad Barre wollte sich Richtung Westen orientieren und hat gesagt, pass auf, mit euch kommen wir nicht weiter, lass es sein, wir wollen was anderes machen. Somit war eine Stimmung, eine Empfangsstimmung sehr gemischt. Sie war nicht feindlich, sie war aber auch nicht freundlich. Wir sind aus der Maschine gekommen, die Maschine ist gelandet, die Maschine wurde sofort umstellt von somalischen Soldaten. Es kam eine Delegation mit einem deutschen oder österreichischen oder schweizerischen oder deutschen und österreichischen, schweizerischen Diplomaten an Bord. Uns wurden sofort die Pässe abgenommen. Wischnewski hat sich sofort zum Palast von Siad Barre begeben, zum Gespräch. Wegener, Baum und ich sind zunächst in ein Hotel gebracht worden. Hotel, kann man sehen oder denken, wie man will. Also ich habe für mein Zimmer, was ich hatte, war, wenn man von dem Getier ausgeht, was da rumgelaufen ist, eine kleine Folterkammer. Das habe ich aber kam mir später erst richtig zu Bewusstsein. Als wir im Hotel waren, durften wir das Hotel nicht verlassen. Wir durften eine Terrasse besuchen, die so Richtung Indischer Ozean war. Das war alles. Ansonsten durften wir nicht raus. Wir bekamen zu trinken. Sollten uns aber vorsichtshalber aus Sicherheitsgründen im Zimmer aufhalten. Wegener wurde abgezogen, auch zum Gespräch mit Siad Barre und zu einem seiner Stabsoffiziere. Und dort wurden dann die ersten Wege geknüpft, wie man was machen kann, wie man was warum machen kann. Können die das überhaupt? Haben die das Gerät dazu? Sind die imstande, so zu denken wie wir? Können die überhaupt eine Maschine entern? Und. Also 1000 Fragen. Noch dramatischer wie in Dubai. Es hat sich aber dann ergeben, nachdem wir eine Vorführung gemacht haben, draußen auf dem Flughafen, die auch dramatisch war, aber sie hat dann funktioniert, nachdem Wegener sagte, könnt ihr uns denn mal vorführen, wie ihr das könnt, wie ihr das macht, an irgendeiner Maschine, noch nicht mal an unserer, irgendeine alte Frachtmaschine von denen. Und das ist derart schief gegangen, die kriegten die Tür nicht auf, eine Leiter ist zusammengebrochen, weil die Holzleitern hatten, es war ein Drama. Und daraufhin hat Wegener gesagt, komm, dann machen wir das, wir drei, Wegener, Baum und ich. Und da haben wir die Tür aufgemacht und da guckten die nur und haben gesagt, das können wir nicht. Somit stand fest, wir dürfen das machen. Siad Barre hat seinen Segen erteilt und hat gesagt, okay, Deutsche, dann macht ihr das, wir gucken zu. Vielleicht können wir ja auch lernen davon, aber ihr könnt den Einsatz machen. Und somit wurde entschieden, und das sofort nach Deutschland, und somit wurde entschieden, dass der Einsatz der GSG 9 in der kommenden Nacht, wann auch immer, stattfindet. In der Zeit waren wir aber noch im Hotel, Baum und ich. Wir durften auch miteinander nicht kommunizieren. Er hat sein Zimmer gehabt und ich habe mein Zimmer gehabt. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe mich hingesetzt, aber auf die Fensterbank, nicht aufs Bett und nicht auf den Stuhl, weil so viele Tiere auf einen Haufen, klein, groß, mittelgroß, habe ich also selten. Nicht nur in einem Hotelzimmer, auch so draußen in freier Wildbahn gesehen. Und deswegen war es also besser für mich, dass ich das beobachtet habe und mich dort nicht hingesetzt habe. Aber ähnlich ging es meinem Kameraden Baum auch, der hat das Gleiche erzählt.